Wir haben gefunden, was weitergeht. Ich hab sogar eine Komplettlösung zu dem Ding gefunden. Ich wollte gerade sagen, dass wir es alleine rausgefunden haben. Ja. Wir werden es brauchen für das Spiel und nein, ich werde sie nicht benutzen, wenn es nicht tödlich nötig ist. Aber ansonsten werden wir noch eine Stunde rumgewartet. Wir haben eine Tür gesucht. Wir müssen nämlich die geheimen Dokumente zu dem einen Typen hier auf dem Zentralplatz bringen. Und da wären wir so schnell nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht brauchen wir weniger als 8 Stunden, das ist so für meine Nerven gut. Ja, bist du nicht ganz halbtot. War ich das? Nee, das war's, glaube ich, du. Hoshino, hä? Was soll... Ich weiß nicht mehr, ich sag. Was soll das heißen? Ich bin nicht verrückt. Boah. Alle anderen sind es. Alle umbringen. Nee, das war Mord und Totschlag. Blut und Morde. Ich muss auch... Ja, hast du erkannt mit Petra? Das freut mich. Der Industrievertreter braucht mehr Auftritte. Falls es jemals einer von der Gamestar sieht, der Industrievertreter muss wiederkommen. Auf jeden Fall. Blut und Morde schaden niemals. Benutzen wir das Item auf ihn. Der arme Herr Graf. Kann hier nicht eingesetzt werden. Waren das die geheimen Dokumente? Ja. Es muss irgendeiner hier sein, der wichtige Dokumente. Was hast du nicht noch andere Dokumente gehabt? Ne, Karte. Versuch mal auf einen anderen vielleicht. Ne, den nicht. Ich glaube den nicht. Versuch einfach mal alle durch. Irgendwann haben wir's. Genau, der war es vielleicht. Ah! Grüne Schrift bedeutet, wir sind erfolgreich. Sie haben die wichtigen Dokumente benutzt. Exclamation mark. Genau, da darf ich einmal kurz vorführen, wie das aussieht, wenn wir wichtige Dokumente benutzen. Wichtige Dokumente. Benutzt, benutzt, benutzt. So benutzen wir Dokumente. Ah. Ja, das warst du, oder? Kann gut sein. Was? Du hast die wichtigen Dokumente, die der Geist wollte. Das ist die Pizzakarte. Ah, okay. Das sind wichtige Dokumente. Das ist wirklich was Wichtiges. Ja, das war für die Holodays-Mitza. Du hast die wichtigen Dokumente, die der Geist wollte? Jetzt verstehe ich. Er wusste, dass du kommst und hat es mir gesagt, damit ich es dir sage. Was? Damit ich es dir sage. So macht es Sinn. Okay. Das heißt also, dass dies dir gehört. Hier, nimm es. Ich sorge dafür, dass er dir die Dokumente hält. Ah, jetzt haben wir nämlich den Torschlüssel, mit dem wir das große Tor im Nordwesten öffnen können. Dieses mechanische Dings da. Ah, okay. Deswegen sagt uns auch jeder, wir können eine Treppe im Nordwestbereich finden, weil wir können nämlich jetzt im Nordwestbereich. Also oben. Genau, ganz am Ende des Ganges. Ich habe das Gefühl, dieses Mistvieh wird jetzt hier irgendwo auftauchen. Mhm. Ich habe keine Angst. Noch nicht. Ich habe einfach keine Angst mehr, da wird das Let's Play so für die Leute langweilig, aber für meine Nerven ist es besser. Du hattest recht. Okay, ich habe mich geirrt. Es hat dich noch nicht bemerkt. Warte zwischen den Säulen. Warte mal zwischen den Säulen. Jetzt kommt. Jetzt lauf los. Lauf, 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 lauf. Ausgetrickst. Haha. Doch, was ein Monster. Aber es ist immer noch hinter dir wahrscheinlich. Ah, ein bisschen weiter weg. Den Türschlüssel müsstest du jetzt eigentlich automatisch benutzen. Ja, nicht, was er benutzt. Wunderbar. Neues Gebiet! Yippie-ay. Wo das andere Monster übrigens auch reinkommt. Wollen sich speichern, ja. Einer führt mich jetzt schon ab. Ich wollte ihm von Anfang an schon wenigstens ein Bier geben, damit er sich noch mehr fürchtet, aber ich hab's vergessen. Möchten Sie speichern? Ja. Ich hätte meinen ganzen Alkohol von zu Hause mitbringen sollen, dann wäre das hier erträglicher. Sicher? Ich glaube, wenn du richtig besoffen wärst, dann würdest du vom Stuhl springen! Wahrscheinlich. Ja, der eine Schreckmoment, den wir bisher hatten, der hätte dich wahrscheinlich vom Stuhl gekippt. Ja. Da war wieder meine Mädchenschreie. Mhm. Sicherung abgeschlossen. Verdammt. Wollen wir nochmal speichern? Mhm. Nächstes Areal. Da können wir direkt mal nach dieser komischen Treppe suchen, die erwähnt wurde. Tokyo Mesh 1F Northwest Area. Oh yeah. Bin ich bereit? Nein. Niemals! Kopfwand, Kopfwand. Ich weiß nicht, wie die, guck mal, gerade Pixel? Liebe Pixel. Tatsache, die Wände werden total schief, wenn du so stehst. Könnte am Emulator liegen, aber ich würde nicht drauf wetten. Ah, vielleicht ist ein Einspiel. Eine schöne Zeit. Ich hatte ein N64.
Ich hatte schon mit Super Nintendo Aufgabe-Konsolen erstmal. Das nächste Mal deine PlayStation 2 wegen Final Fantasy X. Ich habe mir die nur wegen Final Fantasy X gekauft. Nur. Und hat es sich gelohnt? Oh ja. Also ich habe die natürlich auch gespielt. Ja, aber ich habe nur die ersten 2 Wochen ohne Speicherkarte verbracht. Das war ein bisschen peinlich, dass ich nicht wusste, dass das Ding eine Speicherkarte zum Speichern braucht. Hast du nicht gewundert, dass du immer wieder von vorne anfangen musstest? Das nicht. Ich wusste nur, bis er mir gesagt hat, dass eine Speicherkarte drin sein muss, nicht, dass ich speichern muss, das brauchte. Und das Problem ist auch, dass ich dir, dass ich diese komischen Minikarten, ich wollte die du pro, so eine Karte pro Spiel, das war ja arschteuer eigentlich. Mhm. Deswegen habe ich mir so eine große, ich glaube 32 MB Karte besorgt. Ach ja. Ja, die habe ich sogar noch liegen. Das Problem ist nun bei diesen Karten, als die damals rausgekommen sind, das könnte so ein Informationsterminal sein von diesen Nummern, ja? Könnte. Yay! Hey! Dass du, bevor du die PlayStation startest, musst du erst so eine kleine CD einlegen, damit das Speichermenü von dem Ding hochfährt und die Karte aktiviert. Und das jedes Mal. Das ist ja ein bisschen drecksnervig. Richtig. Also diese Memory Cards waren schweineteuer, auch für den GameCube noch. Ja, und das für, du hast ja praktisch in jeder, warte mal. Kann ich noch mal kurz gucken, ich habe ja meine PlayStation hier. Ich mache in der Zeit mal weiter. Ja, ich bin ja hier. Ich habe ja meine PlayStation-Spiele hier im Regal. Informationsschalter. Geben Sie den Bereich, den Sie untersuchen möchten, auf dem Bildschirm an. Die Standort ist rot markiert. Kann man hier vielleicht, ne, im Dunkeln kann man das ganz schlecht sehen. Auf jeden Fall hier über dem, über der CD oder DVD, da gab es ja noch diesen Platz extra für die Speicherkarten drüber. Für jedes Spiel extra so eine blöde Karte kaufen, das ging doch richtig ins Geld. Musste man wirklich für jedes? Nee, nicht unbedingt für jedes, aber das ist halt auch dafür da gewesen, dass man die Karte zu dem Spiel dazu packen kann. Ah, also ja, ein bisschen umständlich. Ich glaube, im Endeffekt hatten die Karten nur so 8 MB. Also ja, stimmt, 8 MB hatten die. Ja, und ich hatte eine 32 MB Karte. Da hätten ein paar mehr Sachen drauf gepasst. Na, damals noch. Ja, du bist da unten und du kannst offenbar nicht sehr viele Areale auswählen. Nee, doch. Bar, für Ruhepausen und Erholungszwecke. Achten Sie darauf, nicht zu viel zu trinken. Ah, jetzt erinnere ich mich langsam, wo wir sind. 6 und 7, Quartier der Bürger. Ja, da ist das Michael. Scheint toll. Ah, jetzt sind wir das Bereich. In Nova wird das Tor geschlossen, um eindringliche Fans zu halten. Ich glaube, das ist das Areal, was ich meinte. Mit dem nach rechts gehen und da ist irgendwelche Fallen oder sowas. Treppenhaus, das zum Oberflächentunnel führt. Klingt gut. Unbefugnisse, Zutritt verboten. Klingt blöd. Jupp. Yep. Trotzdem, wir können ja mal vorbeischauen. Das war's, glaube ich. Oh Gott, beim GameCube war das auch umständlich für den Speicherkarten. Da hat wenigstens ein bisschen was draufgepasst. Hm. Ich habe irgendwie Audi von Drittherren Stelle gekauft, die waren einfach günstiger und ja, damals 8 MB und heute habe ich 2 Terabyte in meinem Rechner. Ist auch lustig, wenn du alte Spiele hast wie Space Quest, die ja so um die in den 80ern entstanden sind oder so. Und da wird teilweise ja Soft- oder Hardware aus den, auf der Zukunft angepriesen, wobei diese Zukunftsteile so ungefähr 40 GB haben. Das passt echt gut. Die gesamte Raumstation läuft mit 40 GB. Ja, diese Riesendinger. Das ist... Der Wohngebiet. Sieht, oder das Ding ja, sieht leicht tuckig aus. Natürliche Milka. Ja, natürlich, natürlich. Ohne Make-up, das sieht man. Ja, die Lippen sind aufgespritzt. Ich kann mir um die Ohren Sorgen machen, Mika, weil das so Dinger da sind. Hey Mann, ich bin im Moment total sauer. Boah. Warum? Okay, hör dir das an, okay? Hey, ich spreche die doch. Ja, dann nimm. Also, ich hab diesen Waldmann, ja? Echt cool. Nicht? Ja, dieser Kerl namens Russ. Naja, er hat ihn mir geschenkt. Weil, naja... Du weißt schon, er ist scharf auf mich. Verstanden? Aber es ist so schwer schwitzt und stinkt. Geht. Also, ziemlich abstoßend, verstehst du? Ich kann ihn nicht wirklich ausstehen. Er ekelt mich einfach an. Ja? Naja, egal. Hör zu. Mein Kopfhörer, ja? Mein Kopfhörer ist, also, kaputt. Das heißt, dass ich meine Lieblingsmusik nicht mehr hören kann. Verstehst du? Ist scheiße! Stimmt's? Jo! Und deshalb bin ich stocksauer! Ja? Das geht ganz schön auf die Stimmbänder. Ja, glaub mal, das kenne ich so genüge. Milkas Kiste.
Hey, du perverst ihn! Wolltest du ja gerade in die Kiste? Mhm. Was soll das? Mies auf die Brust zu starren? Sieht man doch nichts. Hä? Du willst meinen Anhänger? Ach so, okay. Du kannst ihn haben. Ist wohl Schlüssel für irgendwas. Irgendwo. Keine Ahnung. Cool, was? Gott, das ist echt so eine Schlampe. Komm nicht in die Tüte. Das ist mein ultimatives Lieblingsteil. Du kannst sie nicht haben. Aber eben hat die doch noch. Ich glaube, die ist leicht. Naja. Tut mir leid. Blasling! Hatten wir schon. Du kannst ihn anstachen, solange du willst. Aber ich gebe dir nicht. Und damit basta! Vielleicht können wir uns auf ein Tauschgeschäft einigen später mal. Das brauchen wir wohl, das Item. Das heißt, Sophie, wir lassen sie in Ruhe. Brauchst du nicht ganz an die Brust krapschen. Wir müssen wohl später nochmal hierher. Nun seht ihr doch mal diese Treppe im Nordwesten an, das klingt noch interessant. Jupp, ein Herr Monster bist du, das gefällt mir. Naja, und dafür, dass du kaum Ausweichmöglichkeiten hast? Ich mag die Musik nicht. Wie spät haben wir eigentlich? 22. 0:22? Ja. Doch. Ganz bisschen geht noch. Wir müssen in 5,5 Stunden aufstehen. Wie wär's, wenn du noch zur Treppe und zur Bar gehst? Okay. Ist ja hier im selben Stockwerk. Ist es schon eigentlich so warm geworden oder schwitze ich einfach nur aus Angst? Nee, es sieht wahrscheinlich das Fenster zu. Das muss gleich mal zum Lüften laufen, okay. Über Nacht. Und das ist nämlich die Treppe. Du solltest speichern. Zu spät. Treppenhaus. Treppe nach oben. Hier kann mir nichts passieren. Bist du sicher? Ja. Gut. Nein, ich will da nicht rein. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ich meine natürlich... Will ich wieder nach oben an die Oberfläche? Ich meine, das will ich unbedingt, aber etwas stimmt mit dieser Treppe nicht. Es tut mir leid, ich weiß, was sie jetzt denkt, nach all den Mühen, diese Treppe zu finden. Aber ich will da einfach nicht hoch. Lass uns bitte eine andere Treppe finden, in Ordnung? Bitte, bitte? Möchte die Treppe hochgehen? Ja, nein, oder PC stürzt ab. Ich nehme Letzteres. Kluge Wahl. Wir könnten natürlich dann speichern und gucken, was passiert. Das könntest du machen. Ich bin neugierig. Du riskierst das Leben hier. Ich lass uns woanders. Ich wollte sagen, kannst du jetzt nicht mehr reingehen? Oh, jetzt haben wir uns überspeichert. Wie schade. Das ist doof. Das wusste ich nicht. Aber gut, dann lässt du dich jetzt nicht mehr rein. Sie hat natürlich recht. Die Treppe wird bewacht von unserem Freund. Wie kommt der da hin? Teleportieren. Arschloch. Und das Schöne ist, man kann die Treppe auch nicht benutzen, wenn sie uns beschützt hat, in Anführungszeichen. Denn zufälligerweise tauchen als nächstes unsere Kultisten auf, die uns entführen wollten am Anfang und haben dann ein Game Over für uns bereit. Oh Mann. Das heißt, dieser Weg führt niemals nach draußen. Ja, ich muss sagen, wo gehst du eigentlich gerade lang? Zur Bar. Achso, du willst jetzt nach rechts, nach links abbiegen, ne? Jupp. Ja, wunderbar. Ich freue mich aufs Bett. Ich auch meine Pizza. Und die Zeit noch. Die ist fest entschlossen. Was soll ich jetzt machen? Das ist doof. Mal erst lang gehen. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Nein. Ich glaube, da ganz oben musst du hin, dann rechts abbiegen. Oder da lang. Da ist doch keine Kante mehr. Versuch's einfach mal, wir werden auch schon was finden. Ansonsten kannst du nochmal zum Informationsterminal gehen und da checken. Nee, ich glaube, du hast recht. Ich meine, das war eine große Kurve, dieses Areal. Ja, stimmt. Bin mir sehr sicher, dass du recht hast. Sehr gut. Wenn ich recht habe, freue ich mich. Was denn? Nächste Monster hier. Herzinfarkt. Ist der Lederwand? Ist der nächste Monster? Taucht nur gleich mal wieder irgendein NPC vor deiner Nase, auch wenn du den letzten Pixel nicht abgesucht hast. Damit habe ich kein Problem, das ist gar nicht so schlimm. Oh, what's up? Die Tür kann nicht geöffnet werden. Ja, toll. Das ist direkt die nächste Tür auf der anderen Seite. Wir ließen.
Wohnbereich. Was haben wir hier? Yamaoka. Du oder ich? Ach, mach du mal wieder, kann ich was trinken. Okay. Ja, meinst du sowieso schon, ja. Warum trinke ich denn jetzt? Was für eine dumme Frage. Ein Glas kommt immer gelegen. Probiert es mal, es wird euer Leben verändern, das sage ich euch. Das Leben ist voller Mist, wisst ihr? Man wird von seinen Freunden oder seiner Freundin verlassen. Man verliert sein Geld, seinen Job. Ein guter Tropfen und alles ist vergessen. Warum hat er eine Schutzmaske auf? Ich habe keine Ahnung. Es gibt dort eine Bar. Schaut mal rein. Trinkt einen. Vergesst eure Sorgen. Ich kann einen riesigen Wodka empfehlen. Er heißt Romantik im Untergrund. Joch. Müssen wir wohl mal eine Runde probieren. Gehen. Wodka ist gut. Wodka wäre jetzt gut, ne? Wir speichern. Ich glaube, jetzt müsste da auf der rechten Seite eigentlich sein. Geht, was ist das denn? Das ist ja schaurig. Glaubst du, jemand, der hier lebt, hat das getan? Sieht ein bisschen blutig aus. Sieht sehr abgeranzt aus da unten. Ah. Nö, nicht blutig. Ach, schade. Aber der sieht stumpf aus. Der Kamera geht bald der Saft aus. Oh, na gut. Müssen wir gleich Schluss machen. Mach eine. Angsterfüllter Roman. Nimm du den. Der Mann an der Theke? Er ist auch angsterfüllt. Du weißt, wer es ist, nicht wahr? Erinnerst du dich an die Schlagzeilen von dem Massenmörder, der nie gefasst wurde? Vor etwa 2 Jahren? Er brachte einen Polizisten in Fukuta um und verschwand dann einfach. Wurde jeder Polizist im Land nach ihm gesucht. Ohne Erfolg. Ich bin mir ganz sicher, das ist der Kojuchi Kamicha. Das muss er sein. Sehr gut, dann werden wir den wohl jetzt treffen. Ich finde dich. Vorstellen, Camilla, der zweite spielbare Charakter des Teils, also zumindest der zweite Kompagnon, den du Namen haben kannst. Okay. Ich bin den arrogant. So ziemlich. Versuchen wir es mal. Nanu, wo hast du denn den hier unten so ein. Wo hast du denn hier unten so ein hübsches junges Ding aufgetrieben? Gehörst du zu denen aus der U-Bahn? Sieht so aus, als wären wir als Einzige mit dem Leben davon gekommen. Sind sie der, der ich denke? Du meinst, bin ich Kyoji Kamiya? Der gleiche Kyoji Kamiya, der vor 2 Jahren die Nation mit seiner Mordwelle schockierte? Der Kyoji, der will mich ärgern. Kamiya, der einen Polizisten in Osaka umbrachte und noch einmal am Flughafen Hakata gesehen wurde. Ja, jetzt ist die Kamera aus. Leute, das ist Pech, die Kamera ist gerade ausgegangen, ist mir aber egal. Dafür geht's automatisch aus, finde ich gut. Bevor er untertauchte, genau der. Da drückt man weiter. Achso, da war ja was. Ja, die Presse stürzte sich darauf. Der gut aussehende Polizistenmörder. Der schneidige Massenmörder. Natürlich legte sich der ganze Aufruhr noch etwa 6 Monaten. Pah! Polizisten sind Idioten. Es ist leicht, sich vor ihnen zu verstecken. Setz einen Hut oder eine Sonnenbrille auf und sie erkennen dich aus nächster Nähe nicht. Und selbst wenn mich jemand erkennt, kann man
und ihn leicht für immer zum Schweigen bringen. Na na, nicht weinen. Wenn du sehr weinst, werde ich ganz aufgeregt. Wie ein Kind mit einem neuen Spielzeug. Naomi. Hey, keine Angst. Ich werde nichts tun. Außerdem bist du anders. Du siehst nicht wie Beute aus. Beute? Was meinst du mit Beute? Für mich ist fast jeder Beute. Ihre vor Angst erstarrten Gesichter, ihr Kreischen, die Tränen aus weit aufgerissenen, furchterfüllten Augen. All das gehört mir. Ich nehme sie ganz, sie werden mein. Sie werden mein Fleisch und Blut, meine Stärke. Aufhören, aufhören, du bist ja verrückt, geisteskrank. Ein bisschen schon. Nur ein bisschen. Geisteskrank? Verrückt? Vielleicht. Vielleicht nicht. Aber du bist wie ich, das spüre ich. Du weißt, wie es ist, nicht wahr? Du kannst es spüren, nicht wahr? Ganz tief in deinem Herzen. Ein schwarzer, nagender Hunger. Hunger nach Blut. Los, bloß weg von hier. Ich will dieses Monster nicht länger zuhören müssen. Ha! Scheint, als hätte ich keinen allzu guten Eindruck auf eure Freundin gemacht. Aber du kannst es nicht leugnen. Ich weiß, dass du es genauso hörst wie ich. Ganz hinten in deinen Gedanken, verborgen in deinem Herzen. Dieses Schreien, das immer lauter wird. Wir sehen uns wieder. Das heißt natürlich, sofern wir beide lang genug leben. Ein interessanter Mensch. Den können wir mitnehmen, beziehungsweise er schließt sich uns an, sofern wir bis zu diesem Punkt hier Naomi verloren haben. Und die späteren Charaktere einschließlich ihm besitzen jeder eine Feuerwaffe, von Raketenwerfer bis zu einer Pistole. Raketenwerfer. Wobei sie, wenn sie angesprochen werden, während das Monster einen verfolgt, das Monster kurzzeitig unschädlich machen können. Allerdings haben sie einen begrenzten Munitionsvorrat. Ja, das ist langweilig. Richtig. Außerdem ist Kamir besonders interessant, weil er, soweit ich das im Guide gelesen habe zu den Charakteren, wenn er nicht ganz einverstanden ist mit den Entscheidungen, die du triffst, dann beschließt er mal kurzerhand, die Leute umzubringen, die du triffst. Ach, schön. Deswegen, also er ist ebenfalls ein sehr interessanter Charakter für so ein Let's Play. Ach, schön als sympathischer Massenmörder. Ja, allerdings, wie gesagt, Naomi ist interessanter und ich tue viel wirklich einen Gefallen, weil wir den bis später behalten werden. Ich danke dir. Bitteschön. Aber mit den restlichen Charakteren dieser Bar würde ich sagen, sprechen wir beim nächsten Mal, wenn Felu weiterspielt, nämlich Hell Knight. Ich freue mich richtig drauf. Das glaube ich dir nicht. Erstmal Heidepark. Yay! Erstmal Heidepark. Na gut. Bis morgen dann, Leute. Tschö, tschö. Tschüss.